So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu zwei jungen Männern, die es geschafft haben, die Nummer 1 der deutschen Albumcharts zu erobern. Hier sind Kollega und Farid Bang. Alter, Hut in the House! Jawohl. Jawohl. Ja, jetzt erwartet man ja, dass solche Typen wie ihr, so Gangster-Rapper, mehr aus Berlin kommen. Aber ihr kommt überhaupt nicht aus Berlin. Nee, wir sind Düsseldorfer. Erste Bundesliga. Da machst du dich direkt beliebt hier, ne? Ja. So, was machst du? Du kommst ursprünglich aus dem Hunsrück. Richtig, ja. Oh. Oh, du hast dich informiert. Sehr gut. Ja. Hier erstmal deine Geschenke. Wie? Ich krieg Geschenke von euch? Ja, du hast hier ja, unser Album heißt ja Jung, brutal, gut aussehen. Ich habe mir gedacht, das sind ja auch drei Attribute, die bedingt auch auf dich zutreffen. Ja. Und ich habe das in leicht optimierter Form immer hier zu Papier bzw. zur Leinwand gebracht und möchte dir dieses Porträt überreichen. Hast du das gemalt? Ich habe das gemalt. Nee, hast du selber gemalt? Ich schwöre auf dich. Nein. Ja, natürlich, klar. Echt? Also vielen Dank. Soll ich zeigen? Hast du das selber gemalt? Ich habe mich extra am Wochenende noch hingesetzt, als du uns eingeladen hast. Ist es auch noch ganz feucht? Ist es feucht? Vorsicht. Ja. Ölfarbe trocknet leider nicht Ölfarbe so schnell. Ölfarbe dauert lang. Ich nee, natürlich... Du hast das mit Öl gemacht. Ja, natürlich. Ich wollte natürlich auch zeigen, Wahnsinn, dass wir auch Künstler sind, nicht wahr? Sie wollen es auch sehen, oder? Nee, finde ich super. Hast du eine künstlerische Ader? Wer kann das schon von sich sagen, von den Rap-Künstlern? Bisschen zu schmächtig gemalt vielleicht, ne? Ja. Ich habe die Attribute halt versucht umzusetzen, ne? Ja, dicker Bizeps natürlich wichtig. Du hast mir allerdings deine Frisur gemalt, wenn ich... Ja, natürlich. Achtung! Das ist die JBG-Frisur. Das bekommt aber einen Ehrenplatz bei uns, okay? Ja. Ja. Wunderschön. Ja, da freut mich, dass es das ist noch da lauert ja noch eine zweite Karriere, wenn es mal... Wer weiß, warum nicht? Mit der Rap-Karriere nichts mehr. Also das ist wirklich toll. Ich stell's mal hier vorne hin. Ja. Guck mal, selbst gemacht. Natürlich. Wer denkt das denn, dass so ja, deswegen ja. Du denkst ja immer, hier kommen die harten Gangster-Rapper hin. Ja, die Gangster-Rapper, dass sie schön aussagen. Zu Hause malen, auf Leinwand ja, und so. Das ist die neue Zeit. Ja, klar. Ich stell's mal hin, das ist wirklich wunderschön. Vielleicht könnt ihr das zwischendurch mal einblenden. Und was ist das hier? Das ist ein selbstgenähter Anzug vom Pusher. Hast du selbst genäht? Mit meiner Großmutter zusammen. Was ist denn los? Am Wochenende haben wir uns zusammen... Ihr kommt nicht aus Berlin, ihr näht, ihr malt. Was ist nur aus Gangster-Rap geworden? Ach, wunderschön. Oh, toll, danke schön. Selbst genäht? Ja, selbstverständlich. Total ja, vielen Dank. Das ist aber echt knusprig. Haben uns extra noch das Stoff aus, den Stoff aus China besorgt. Und dann... Sonst besorgt ihr Stoff nur aus Marokko, oder? Im Normalen. Richtig. Ab und an. Ist die Zeit vorbei oder ist die Zeit von Berlin vorbei? Sag ich nur. Frag ich mit einem krassen Reim. Du bist dran. Es ist vorbei, ja, kann man so sagen. Jetzt ist unsere Zeit. Wir sind quasi eine neue Ära des Hip-Hop. Ja. Früher gab es die vier Elemente. Sprayen gehen, Graffiti, Breakdance und Freestyle. Mittlerweile sind die vier Elemente von uns definiert. Pumpen gehen, Solarium, pöbeln und Benz fahren. Ja. Wobei ich zugeben muss, dass ich da nicht ganz kredibil bin. Ich bin mittlerweile auch ein ganz passabler Freestyler. Ja. Also das heißt, Pumpen ist schon wichtig, oder was? Ist wichtig, definitiv. Ist das auch und so. Solarium ist auch wichtig. Wie gesagt, das Wichtigste bei dem Release ist auch, primäre Funktion ist der Bizeps natürlich. Das hörst du natürlich auch in der Aufnahmespur nachher wieder. Ne? Weil der Bizeps hat ab einem gewissen Umfang, schüttet einen gewissen Testosterongehalt aus. Und das sorgt für die gewisse Maskulinität in der Stimme auf der Vocalspur. Das unterscheidet uns natürlich von den anderen Rappern. Ne? Also deswegen muss man immer im Training bleiben, sag ich mal so. Hast du Abitur? Ich habe Abitur. Siehst du, da war ich jetzt 3 Tage nicht im Training. Da passiert das. Ich habe natürlich Abitur gemacht, natürlich. Was ist denn los? Ja, klar. Es ist ja nichts mehr, wie es Stefan, war. Ich sagte, das ist hast du wenigstens kein Abitur? Zeit. Nee, ich habe kein Abitur. Ja, also, jetzt geht doch. Also erstmal, Glückwunsch, das ist natürlich ein Riesenerfolg auf 1. Ihr habt Heino weggehauen von der 1. Jawohl. Ich glaube, Heino hat wieder zurückgebettelt, oder? Ich glaube, nächste Woche ist Heino wieder auf der 1, aber dann müsst ihr wieder zurückbetteln. Wir versuchen es auf jeden Fall, wobei Heino natürlich auch ein unfaires Spiel betreibt. Ja. Aber ist da Beef? Hör ich da Beef raus? Beef mit Heino?
Muss ja aufpassen. Nee, diesmal nicht. Heino ist ein alter Düsseldorfer, also im Grunde ist er ein Seelenverwandter. Ich glaube auch, dass der Heino, wenn er in unserem Alter wäre heutzutage, der würde ungefähr so die Texte machen, die wir machen. Ja. Die Stimme hat er auf jeden Fall dazu. Okay. Insofern kein böses Blut zwischen die uns und Heino. Auch. Richtig. Ja. Jung, brutal gut aussehend oder jung, brutal gut aussehend? Jung, brutal gut aussehend. Also jung, also nicht brutal, sondern nur brutal gut aussehend. Ach so, meinst du? Nee, es sind drei verschiedene Attribute. Okay. Ja. Attribute? Ja, sicher. Was geht ab hier? Ja. Was ist hier los? Meinst du Wie-Wörter? Richtig. Wie-Wörter, das sind Wie-Wörter. Für alle RTL-Zuschauer. Nochmal, dass sie auch mir folgen können. So, ja, das letzte Album ist ja auf den Index geraten. Was heißt das Index? Man darf es nicht mehr verkaufen oder man darf es nur nicht mehr bewerben? Ja, man darf es, glaube ich, nur ab 18 Jahren kaufen. Und ja, es war ein bisschen, ein paar böse Wörter. Wie, was denn? Was denn für böse Wörter? Blödmann oder du, du alte Butterbirne. Hast du den Knopf da noch? Hast du den noch? Hey, Moment, nicht mehr. Alte Butterbirne. Ab morgen wird er wieder draufgemacht. Bitte, bitte. Alte Butterbirne ist spätestens Donnerstag. Ist alte Butter. Spätestens Donnerstag ist alte Butter. Hatte ich auch fast vergessen. Ja, schade. Sehr gut. Nee, den habe ich mir viel öfters mal angeschaut. Du alte Butterbirne. so, sprichst du auch andere Sprachen vielleicht? Oder? Oui, je parle un peu de français, oui. Was? Jetzt geht's aber wohl los hier! Wobei ich ja eigentlich aus dem Osten komme, nicht wahr? du studierst Jura auch ein bisschen noch? Ja, oder hast du genau. aufgehört? Nee, ich bin noch dabei. Jura? Jura, genau. Hast du nicht auch mal Jura studiert? Ich habe auch mal Jura studiert, aber nur 5 Semester. Ja, siehst du, ich bin im 7. jetzt und ich zieh's noch durch. Trotzdem noch nicht fertig. Ja, es ist ja so. Einer muss mich hier später rausholen. Richtig, ja. Wie gesagt, ich mach das Jurastudium wirklich nur, damit er natürlich nachher... Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen als Rap-Paar sozusagen? Kanntet ihr euch schon früher oder habt ihr euch über die Musik kennengelernt? Wir sind langjährige Freunde. Wir kennen uns seit 8 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und das mit dem Rap, das hat sich irgendwie so entwickelt, so über nebenbei. Die Zeit. Ja. Um was geht's bei eurem neuen Album im Wesentlichen? Was sind das Songs? Sind das alles einzelne Geschichten oder hängt das irgendwie zusammen? Ja, liest du mal die Tracktitel durch, da weißt du eigentlich Bescheid. Bitte? Wenn du dir die Tracktitel durchliest, dann weißt du eigentlich Bescheid. Dynamit, friss oder stirb. Ja. Mein Lieblingstrackname ist der Stiernackenkommando. Das Stiernackenkommando. Ja, also hier gehen Sie in den Laden oder laden Sie sich down, wo auch immer. Das ist das brandneue Album von Kollega und Farid Bang. Farid Bang wegen Silit Bang? Ganz genau. Echt? So kam es zustande? Nee, ich hatte ein ganz bekanntes Lied, das hieß Bang Bang und dann Farid Bang und jetzt Farid Silit Bang oder wer weiß. Jung, brutal, gut aussehend heißt es. Viel Erfolg damit, vielen Dank für die tollen Geschenke. Auf jeden Fall. Ihr könnt öfter kommen. Danke für die Einladung. Meine Damen und Herren, Kollega und Farid Bang! Wie haben Sie einen Überblick, wie viele Pflanzen Sie schon katalogisiert haben? 2500. Okay. Und dann schneiden Sie mal so ein bisschen ab und dann machen Sie auf so ein Blatt drauf. Ja, mach ich auf ein Blatt. So, hier habe ich zum Beispiel mit. Wohin? Wohin? Da. Dahin? Da. Das ist hier, das ist ein Löwenzahn. Wer kennt Löwenzahn? Ja, Löwenzahn kennt doch jeder. Jeder? Ja. Es gibt davon 700 verschiedene. Okay. Wer noch Lust hat, wer da noch einsteigen möchte, wir haben noch keinen richtigen Löwenzahn-Experten. Ja. Jeder kennt ihn, aber keiner kennt die kleinen Arten, die da noch dazwischen sind. Okay. Ich habe hier einen seltenen mal mitgebracht. Nicht? Das ist einer, was ist das für einer? Das ist der Schlitzblättrige. Ja, der Schlitzblättrige. Also da kann man noch einsteigen. Wie gesagt, wir sterben aus, die Botanik ist am Ende. Ja. Und hier viele junge Leute, das macht Spaß, da reinzugucken ins Publikum. Also vielleicht der eine oder andere, nicht? Ja. Wenn man Langeweile hat, nicht? Also man kann ja auch nicht immer nur herabgucken. Vielleicht mal hier, nicht? Also. Ja, natürlich.